Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe H1Z1 am Sonntag um 19:30 Uhr. Die Anus-Trompeten sind komplett so wie unser Dauergastspieler Mr. Andreasen. Gegrüßt. Hallo. Hast du den Ping erkannt? Den was? Super Mario. Nein! Dilling. Na komm, komm, komm. Ja, Ach, wenn man eine Gameboy. Goldmünze holt. Ja, nein, Gameboy. Also, ach echt? Nur für diese Action habe ich den Gameboy rausgekramt und eine Batterie reingelegt, beziehungsweise vier. Im Ernst jetzt? Ja. Oh, ich meine, wieso auch nicht? Ja. Oh, der scheint wohl. Oh, der Kleber vom Display des Gameboys hält es nicht mehr. Der ist mir, also diese Schutzkappe quasi, die erste. Die ist mir gerade entgegengeflogen. Ja. Ja, Sonntag 19:30 Uhr, Harzen. Erklärt alles, oder? Muss sein. Ja. So, wie sieht's bei euch aus? Ich habe meinen Antrag noch nicht ganz ausgefüllt, sonst würde ich mitharzen. Der war. Oh, ich. Oh, der hat jetzt gedauert. Ich Nee, bin auch der hat nicht soweit. gedauert, der ist, oh, ja, der, oh. Das war der beste Witz der Welt. So. Ich muss mal ganz kurz gucken, meine Mission. Töte einen Gegner mit einer AR-15, egal ob Solo, Duo oder Fünfer. Töte vier Gegner mit einer Pumpgun in einem Solo, Duo oder Fünfer. Zerstöre 10 Helme. Diese 10 Helme habe ich, glaube ich, jetzt schon seit 2 Monaten und ich habe schon 7 geschafft von 10. Auch ein bisschen traurig. Das erinnert mich so sehr an mich selber, das ist echt nicht mehr normal. So, und jetzt kommt es noch viel besser. Ich wollte ein Spiel starten und habe festgestellt, ich bin ja gar nicht der Schirmherr. Ach nee, ich bin das, stimmt. Planung läuft. So, dann starten wir mal. Dann starten wir mal, genau. Dann starten wir mal. Richtig. So, ich habe neue Klamotten. Ich bin sehr stolz auf Ich hatte dich. ein paar Münzen. Ich hatte ein paar Münzen über. Da habe ich mir gedacht, ich hole mir mal ein paar Kisten davon. Ja, warum auch nicht? Ne? Sehe ich auch so. Ich glaube, es wird Zeit. Es könnte mal langsam anfangen, oder? Was für die Psychiatrie? Ja, nein, da noch nicht. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich war bis jetzt eben gerade so ein bisschen noch abgelenkt, weil ich meine Spielfigur dann noch mal ein bisschen gemacht habe und nebenbei noch mal eben ganz kurz den Top-Chat geöffnet habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich nehme heute schon seit gefühlten 700.000 Jahren auf. Ja, wir warten. Ja, Wartmusik. Das ist auch schön. Irgendwie kann man nämlich ein Tablet, also über eine Capture Card, Sounds einspielen. Das muss ich demnächst mal alles hinkriegen. Schulz. Oh, es geht schon los. Mal schnell. Links. Zu den Also so Autos da. NO da. Soweit, Ja, du ich bist flieg mal gelb. zum hinteren, oder? Genau. Ich bin schon wieder gelb. Ja. Oh, da ist einer mit einem bunten Regenschirm. Das seid nicht ihr, ne? Regenschirm. Nein. Fallschirm, Entschuldigung. Dann flieg mal anderswo hin. Hier sind gleich die volle Ladung. Macht nichts, ich bin direkt reingeflogen. Ich Oh höre auch Mensch. schon ein Auto und irgendjemand ist damit Ja, auch schon abgehauen. der fährt da schon weg. Also ich verziehe mich jetzt hier, weil da sind 4 oder 5 Leute. Ja, ich hole mir mal schnell eine Waffe. Sonst wird hier gar nichts. Ich hoffe, Na, wenigstens habe ich schon derjenige mal einen Rucksack. fährt jetzt nicht in meine Richtung, dann bin ich jetzt gearscht.
Dann hätte ich ja wieder so eine schnelle Runde, wie beim letzten Mal. Oh fuck. Wo seid ihr, Jungs? Ich bin gerade am Einsammeln. Ich bin an der Tanke. Ich höre hier überall Schüsse. Ich bin mal eben rausgegangen aus dieser. Ich meine, es gibt verdammt viel Loot, ja, aber. Okay, ich werde schon beschossen hier mit Pfeilen, ne? Mit Pfeilen? Ja. Ach so, ach das meinst du. Ja, ja. Ach, da oben ist die Scheißkiste. Da oben ist die Scheißkiste. Och, Waldi, wo bist du denn ganz? Ja, ich bin extra anderswo, weil ich die ganzen Regenschirme, sage ich schon wieder, Fallschirme gesehen habe. Weil du die Regenschirme gesehen hast, ja. Oh, ich weiß auch nicht, was ich mit diesen Regenschirmen gerade habe. Es kommt das Wort Schirm drin vor. Ich glaube, das irritiert mich gerade. Hier ist eine Weste. Alles gut. Ich bin gerade woanders hingerannt. Danke. Achso, okay. Trotzdem. Ja, es würde jetzt zu lange dauern. Ich habe jetzt keine Lust, mich extra nochmal nach hinten zu bewegen. Vor allem bin ich gerade bei den Autos. Ich komme dir mal entgegen. Ich habe einen Jeep gefunden. Den nehmen wir nochmal gleich, oder? Ah, hier ist auch eine Weste, sehr gut. Okilidokili und Schuhe. Und Muni. Okilidokili, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Seitdem du das letzte Mal die Simpsons gesehen hast, glaube ich, ne? Ja. Lebt er überhaupt noch? Ned Flanders? Ja, aber hat auch eine andere Stimme bekommen. Oh, ich höre einen Quad. Ich höre eine Katze. Die höre ich. Wie, du hörst eine Katze? Ja, deine Katze. Oh, du hörst die auf der Toilette schaben? Ja. Haben wir doch letzte Woche auch schon gehabt, oder? Ja. Ja, keine Ahnung, die hat so Kackrituale. Nett. Oh, neben mir ist gerade ein Jeep vorbeigefahren. Hier. Weil die... Wir sind das. Oh, nee, das war andere, war ein gelber. Hui. Waldi, wenn du dich mal eben im Innenraum umguckst, zu meiner Person auf dem Beifahrersitz. Ja. Du bist irgendwie türkis. Habe ich eine Maske auf? Ja, eine Gasmaske. Haha. Cool. Mit Fliegenaugen. Ja, geil. Jungs, hast du ja noch eine Kiste wieder? Hä? Nope. Hier ist keine Kiste. Echt? Ist aber auch schon auf. Nein. Ah, okay. Ich versuche jetzt mal was. Ja, hat funktioniert. Geil, war das denn? Hast du gesehen? Da ist runtergesprungen und eingestiegen. Ich bin von oben runtergesprungen und habe im richtigen Moment Dreieck gedrückt und bin somit eingestiegen und nicht gestorben. Ich möchte bitte, dass du das Lob preist. Ich habe es nicht gesehen. Ach, du kannst mir ja somit viel erzählen. So. Ja, aber auch von Erzählungen kann man auch mal ein Kompliment bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Ist das jetzt, hat dir das jetzt wehgetan? Hä? Bin ja schlimmer. Egal. Ich sag, achso, hier war ich schon. Rucksack, Jungs. Hier bin ich noch ein Rucksack. Ja. Hier sind zwei Rucksäcke. Achso, ihr seid schon alle drin. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich hab nicht mitbekommen, dass da noch einer ausgestiegen ist. Oder wie einer eingestiegen ist. Ich höre Schüsse. Ich war schneller wie du. Die Schüsse kommen von. Die Schüsse ja, kommen von rechts. Bitte von links. Oh. Hast du gerade gesagt, ich war schneller wie du? Ja. Ich weiß alles. Meine Schutzweste ist so gut wie hin.
Halt mal hier an, bitte. Ich bin noch intakt. Scheiße. Nee, ich brauche dringend eine Schutzweste. Hier gibt's natürlich keine, weil der Magalia scheinbar vorher war. Okay. Mal gucken, ob wir da im Shoppingcenter irgendwas finden. Meinst du, heute lohnt sich's noch? Ja, ich würde ganz gerne mir noch mal ein Kleid kaufen. Ach, das Black ist Friday ist doch vorbei. Der Black Friday? Ja. Nee, heute ist Pleite Sonntag. Das ist also mein ganzer Monat. Das ist irgendwie extrem geil, ne? Besonders günstige Angebote am Freitag. Sei pleite am Samstag. Was ist mit dir denn los? Katze hat jetzt ihre trolligen 5 Minuten, ist über mich hier rüber gerannt. Ah. Hier ist dürfte alles leer sein. Jo. Dann brauchen wir da, glaube ich, auch gar nicht erst reinfahren, wa? Mann. Nee. Aber das, ihr seht, mit den Masken seht ihr aus wie Zwillinge. Ich habe die gleiche an. Ja. Auf. Mimi. Ich höre ein Quad. Ich sehe ein Quad. Ich sehe eins. Warum? Ich hab Schüsse gehört. Li rum la rum Löffel Stiel. Wer nicht fragt, der weiß nicht viel. Bitte drehen Sie wieder um mich zu holen. Ich bin ausgestiegen. Du bist ein Fohlen. So, weiter geht's. Ach, hinter uns ist quasi eine Kiste runtergekommen. Deswegen turnte das Quad da rum. Nein. Nein. Doch, mach. Warum fährst du? Da ist irgendwas. Ach so, sie ist hinter uns. Ernsthaft. Irgendjemand sammelt hier immer fleißig. Muni auf. Nein, ich habe nur Weste und Helm genommen. Ah. Ja, ebenso. Guck mich mal. Waldi? Ja. Guck mich mal an. Geht nicht, ich fahr. Ach so. Andreasen? Ja. Guck mich mal an. Hübsche Maske. Danke, aber du bist jetzt auch dunkelhäutig. Bin ich? Ja. Wir sind Brüder. Cool. Brother from another mother. Brother from another mother. Ach du Scheiße. Aber weil die endlich hast du mal eine Maske auf. Ich meine, dein Gesicht war ja nun mal nicht mehr zu ertragen. Wie, was für eine Maske trage ich denn? Du trägst, ich weiß gar nicht, irgendwie so eine Zombie-Fresse. Ach, echt? Wie geil, ja. Hat's jetzt doch mal funktioniert. Eigentlich sieht man die nicht, wenn ich eine Kapuze trage. Aber schön, dass es geklappt hat. Ja, ich weiß gar nicht, welche Maske ich auf habe. Ich gucke mir das nachher mal in eurem Stream an. Ja, wir brauchen bald ein neues Fahrzeug, wa? Ja, der Sprit geht langsam aus. Ja. Ich meine, ich würde da 2 auf einer Map sehen, die wir noch kriegen könnten. Wo? Oh. Ich sehe, ich kann nach unten. Wohin soll ich? Links, rechts? Jetzt sind sie weg.
Hinter uns ist, da kommt, hinter uns ist eine Kiste. Eine Scheiß auf die Kisten. Fahr mal nach rechts, genau, fahr mal, genau, jetzt geradeaus, Richtung diesem Autosymbol da. Ach du Scheiße. Aber pass auf, das ist bestimmt gleich ein Quad. Ja. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Ist nicht zwingend gesagt. Nein, das ist ein Auto. Das ist ein Auto, es ist ein Jeep, es ist ein Jeep. Verdammt. Nein, das ist es nicht. Hä, was? Wo? Da, Quad rechts. Ach, scheiße. Ja. Ne, Andreasen, das ist gut. Bleib du mal auf dem Quad und kannst du zumindest einen von uns noch irgendwo retten. Sei unser Schutzschild. Ich wollte das so genau noch nicht sagen. Nicht zum Verstecken, ne? Ne, das wird sich hier alles... Oh. Boah, Alter! Oh, da hinten ist auch nicht gut. Ja, wir sind gleich... Wir sind gleich leicht am Arsch mit dem Sprit. Steig mal eben aus. Hier ein Quad. Ja. Jetzt höre ich ein Auto. Da kommt ein Auto auf uns zu. Schubidu. Wo? Rechts. Ja. Da, Quad. Rechts. Ja, alles klar. Ja, wir fahren weiter. Hoffentlich. Noch ein Quad. Andreasen? Ja? Lebst du noch? Ja. Das ist eine gute Eigenschaft, bitte verliere sie nicht. Immer noch so viele Spiele auf der Map, ey. Weil ich liebe deine Katze. Ich kann nichts dafür. Du warst den ganzen Tag ruhig gewesen, ne? Jetzt macht sie Action. Naja, ich meine... Wann hat sie denn mal eben eine Chance, was sich mitzuteilen? Ja? Wenn nicht jetzt. Scheiße. Baldi, wir müssen rein ins Auto. Baldi, wir müssen rein ins Auto. Ich bin da. Fahr, mein kleiner Freund. Fahr. Scheiße. Links Wohnwagen. Oder steht schon jemand? Egal. Oh. Mann, ärgerlich. Ich glaub, du bist tot. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ja, ich hab den falschen Knopf gedrückt.
Ich habe nach links gedrückt, um den großen Medipack-Koffer zu nehmen. Aber ich hatte keinen großen Medipack-Koffer. Also ich lebe noch, ich bin im Wohnwagen und werd hier beschossen. Ich weiß, ich seh's. Denk an deine Medipacks, du hast auch nicht mehr ganz Energie. Ja, der lädt noch. Andreasen, wie geht's dir so? Noch geht's mir gut. Betonung liegt hier gerade auf noch. Oh fuck, ey, ich muss hier gleich raus. Kurz ins Essen. Alter, was machen die denn da? Du, ich hab keine Ahnung. Aber du bist ja scheinbar jetzt gerade noch im Stil. Im Kreis drin. Ja. Oh, verdammt. Oh, ich lebe ja noch. Mehr oder weniger. Baldi! Lad schneller! Ja, vergiss es. Versucht, tapfer gekämpft, Soldat. Hey, wir haben einen Kill. Abzug. What? Also Andreasen hat einen Kill. Ui. Sehr schön. Ja, eben noch neben dem Geländewagen hat einer so den hat die Welt begutachtet. Du meinst, er hat Gänseblümchen gepflückt. Warum tötest du ihn dann? Weil das die falschen Gänseblümchen waren. Die hatte ich mir schon reserviert. Achso, ja, das ist natürlich... Moment bitte, ich habe noch... Was bekommen? Ich was auch. Anpassen. Ich habe Schuhe bekommen. Ich habe eine Hose. Ach, wie cool, ich habe die Leggings. Ich habe rote Schuhe. Bleib bei den weißen. Aber ich habe jetzt rote Schuhe. Danach gibt's gelbe Stiefel. Die sind so im Trend. Gelbe Stiefel. Ich will sie. Ah. Gelbe Stiefel sind im Trend? Seit wann? Heute. Ich habe diesen Trend soeben ausgesprochen. Ah, ja, guck an. Wieso bin ich denn jetzt auf einmal Schirmherr? Das muss mir auch mal jemand sagen, wenn man mir die Mütze rüberreicht. Ihr wart da gerade beschäftigt, da wollte ich euch bei den Turteltauben nicht unterbrechen. Och, du bist auch einer. Kann ich starten? Ja, ich habe jetzt eine Leggings an. Jetzt geht's mir gut. Wieso wusste ich, dass das passieren wird? Der Albtraum ist wahr geworden. Was denn? Also, ich finde... Ich in Lenz, das ist ein Traumbild, ist das. Willst du jetzt etwas anderes behaupten? Nicht zu hoch, ne? Bis on our skin, habe ich mir gedacht. Eieiei. Also wenn ich mir heutzutage so die Frauenmode angucke, gerade die Frauenhosen mir angucke, glaube ich manchmal, die ziehen sich das bis zu den... Keine Ahnung wohin. Unter den Möppels. Ja, unter den Möppels, genau. Ich meine, das sieht doch nicht mehr schön aus. Ja, aber es kaschiert den Bauch. Das kaschiert gar nichts. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber wenn ich... Ich meine, ich bin auch nicht der dünnste Mensch der Welt. Ja? Da wird sich auch eine Hose nichts dran ändern. Und man sieht es. Reden wir jetzt von einer Leggings oder von einer Jeans? Also eine Jeans kann kaschieren, eine Leggings nein. Drei Dinge, die im Leben immer die Wahrheit sagen. Kinder, Besoffene und Leggings.
Leggings, ja, stimmt, da sagen auch ja, die Wahrheit. Nein, definitiv. Aber diese komischen Hosen, die bis zu den Möppels, diese Jeans, die bis zu den Möppels hochgezogen werden, ja, die können kaschieren, wenn das Fett dann nicht oben rausquillen würde. Na, es wird ja wieder reingeschickt. Verschiebt sich doch nur. Am schlimmsten finde ich, mein, ich kann das durchaus behaupten. Ja, ich kann das ja durchaus behaupten. Ich bin, ne, so, ich bin auch nicht dünn. Von daher, ich sitz im selben Boot, aber ich trage weder solche Hosen noch Leggings. Neben mir fliegen Leute, die nicht zu mir gehören, glaube ich. Echt? Ich sollte anders wohnen, ja. Nein. Waldi, jetzt fliegst du uns, haust du von uns ab. Ja, weil überall Leute sind, die nicht zu mir gehören. Hinter mir, vor ja, mir, ist... überall. Oh Gott, wollte gerade sagen, Andreasen, genau das war sein Plan. Von uns abhauen, ja? Ja. Hier, Andreasen, komm, da schwören Leute lang. Oh, ich habe eine Weste bekommen, die in der Luft geschwebt, schwebte. Und ich müsste... Ah, da. Ja. Also der Typ in Leggings, der gut aussehende, das bin ich. Hast du wenigstens vorher die Beine rasiert? Ja. Oh, oh. Seid ihr mit dem Quad? Ja. Oh, danke. Hier ist eine Weste, falls noch jemand braucht. Ja, ganz unbedingt. Ganz unbedingt, beides. Da hinten. Ich brauche noch einen Helm. Wo da hinten? Da hinten? Im Jeep drinne. Im Jeep drin. Wo? Hier. Ach, nehme ich die. Gut, und der Rucksack? Der ist in dem anderen Pickup hier vorne drin. Ja, ansonsten habe ich hier auch einen abgeschmissen. Einen normalen. Aber der ist schon weg. Danke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe nämlich gerade aktuell nur die kleine Waffe. Sag mal, hat irgendjemand das Quad mitgenommen? Nein, ich laufe. Ich habe keine Ahnung, wo es... Achso, da steht's. Statt mich mitzunehmen. Wozu? Stimmt, hält fit, ne? So. Und sollen wir sagen, jemand anders hat gerade einen Ladebildschirm mit den roten Soldaten und das bin, glaube ich, gerade ich in dem Moment. Ich werde einfach nur als rot unten rechts irgendwo dargestellt. Was? Ja, weil ich hier gerade am Laufen war. Und der läuferische Gang ist ja genauso wie der kleine rote Soldat. Kannst du das... Mit? Mit wem redest du? Ich meine Andreasen. Oh scheiße, das ist ein anderes Auto. Beide gehen irgendwo anders hin. Beide gehen heftig. Ich will zu Waldi. Ei, ich liege im Eingang. Stimmt. Echt? Nein, ich muss nachladen. Verdammt. Das war jetzt eine sehr schnelle Runde. Was? Wer? Ich? Irgendeiner von uns. Die haben jetzt einen Schaden genommen. Dann ist das für mich schon mal ein Helferkill. Könnten sie schon gleich mal so einblenden. Einmal getroffen, Helferkill. Nicht? Ah. Sehe ich auch so. Bereit? Ja. Ich starte einen Fünfer. Was? Mit zwei anderen Leuten? Mhm. Wieso mit zwei anderen? Nein! Ach so, ach. Ja, okay. Okay, ich hab's verstanden. Alles klar.
Ja. Waldi, wir sind Ja, so alles lange am gut. Aufnehmen heute schon. Demnächst gibt es nämlich ein neues Format auf dem Kanal der Anus Trompeten. Ja, ja, Korrekt. ja. Und genau das erfreut mir. Oh Gott, also heute muss ich sagen, starten die Runden recht schnell. Gut, sie sind auch schnell zu Ende. Ja. Ja, vielleicht. Ich meine, es wird kälter, ne? Sonntagabend. Die Leute sitzen mehr zu Hause rum. Dementsprechend ist es auch schneller voll. Ja, aber die sollen doch nicht selber spielen. Die sollen sich doch diesen Livestream hier anschauen. Leute, ihr macht's falsch. Macht aus, guckt den Livestream. Die Woher? Anus-Trompeten. Ja, aber wie willst du die denn ansprechen jetzt gerade, wenn die den Kanal nicht schauen? Telepathie. Ach so. Also ich bleib mal direkt hier. Unter mir ist so ein Fahrzeugsymbol, da bleib ich gleich mal. Ich frage mich jetzt echt, also ich scheine wohl bei Pipi Gelb zu bleiben mit den Farben. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es ist so. Ja, ich bleib bei Grün irgendwie gerade. Super. Weißt du, was ich sehr interessant finde? Ich Nein. mache immer direkt einen Gesichtsklatscher auf die Erde rauf, quasi. Und er tut sich nie weh. Nö. Aber du tust dir selber dann weh, ne? Innerlich dieser. Ich guck nicht hin. Am Puff. Anfang habe ich auch gedacht. Das habe ich nämlich gedacht, aber dann ging's. Ich ein Quatsch, ist das einer von euch? Ja. Denn das Einkaufszentrum nehmen wir nicht mit, ne? Warum nicht? Ach, hier ist ein Auto. Waldi, bist du im Einkaufscenter drin? Nein, ich war an der Ich bin drin. Tankstelle. Ach so. Ja, dann. Scheiße, ich höre ein anderes Quad. Das bin ich. Ich komme zu euch. Scheiße, ich höre Waldi, schnell weg. Ich erschüsse. Das war Ja, komm ich. mal schnell runter. Boah, nee, ernsthaft jetzt. Ja. Ich wollte die Scheibe. Das bin nicht ich. Sind hier jetzt Leute drinne oder? Nein, das war ich. Ich wollte euch nur ärgern. Du bist so eine Arschkrampe. Ja, ihr wollt mich auch gerade ärgern. Oder habt Ich mich habe gar nichts geärgert. gemacht. Oh, meine Doch, Kiste. du hast existiert. Du hast gelebt, existiert, geatmet. Findest du schon. Endlich mal eine Granate zum Schmeißen. Ich sehe gar nichts im Kaufhaus drin. Irgendwie nur Rotzekotze. Doch, ein Grill. Hier ist noch eine Kaffeetasse. Der lässt sich aber so schwer Flaschen. verteidigen. Ein Bett. Ein Klo. Noch ein Klo. Eine Küche. Braucht jemand von euch noch einen Rucksack? Nein. Danke, hab. Wie komme ich denn hier wieder zurück, Alter? Ey Mann, hast du mein Auto gesehen?
wo ist mein Auto? Ach, da. Da ist es. Da. Meine Waffenauswahl ist sehr spärlich. Ja, meine auch. Aber ist das Auto hier irgendwie schwerfälliger geworden? Das war schon immer schwerfällig. Ja, irgendwie lahmarschiger und alles irgendwie. Ja, vor allem seitdem Waldi drauf sitzt, drauf steht, hätte das Gefühl, weiß ich nicht, mit einem Smart kann ich 40 Tonner lenken. Ja, ist gut. Und meine Kiste, ihr habt's alle gehört, meins. Finger weg. Ja, die Sachen kannst du behalten. Danke. Ich bin fröhlich. Warum bin Was ich ist so, das fröhlich, denn? So fröhlich? So Eine fröhlich. Desert Eagle? Ist die gut? Die macht die zumindest auch ganz schön. Ja. Oh. Ich höre den Fahren. Ja. Falls mal jemand fahren möchte, jetzt wäre die Gelegenheit. Andreasen, steh doch mal auf. Guck mal, was hast du denn für eine Alter? Alter, deine Maske ist aber echt, du. Das kriegt man die Hypnose, du. Der hat voll die Hypnose-Maske da. Das ist meine. Ach, du sitzt hinten drauf? Ja. Ah. Hast du damit irgendwelche Probleme? Das ist voll die Hypnose-Maske, Mann. Wenn die sich jetzt noch drehen würde, das wäre ein Burner. Ich bin aufgestiegen. Cool. Ich auch. Hier ist da oben steht ein Geländewagen. Scheiße, ich höre einen Quad. Ach so, das ist er. Okay, hin. Waldi ist nicht drin. Achso. Nee, der ist hier weitergelaufen. Braucht noch jemand irgendwie? Toll. Hat noch jemand keinen Helm? Ich hab. Ich hab einen Helm. Dan braucht noch eine Weste. Hier oben ist eine Weste. Korrekt. Ah. Einmal das in den ersten Stock kommen. Dann gibt's Weste. Danke. Bitte. Ich höre einen Quad. Ich höre Quad. Mach keinen Quatsch. Wie den Quad. Ach, es fährt von uns weg, alles gut. Adios, Quad. Es war schön. Wir wollten dich gerne empfangen. Du wolltest nun nicht. Es läuft der Typ da. AR-15? Hast du mich gerade genannt? Jetzt läuft der Typ da hinten? Ja, ich habe ihn da eben laufen sehen, ja. Oh, Scheiße, wir müssen weg. Ganz dringend. Waldi, willst du selber fahren oder einsteigen? Ich bin doch schon drin, fahr! Nee, Achso, wir sind in dem anderen Auto, denn? Ja. Jo. Ja. Ich find's aber toll, wie du auf deine Umgebung achtest. Ja, ich habe nur gesehen, dass du irgendein Vogel drin sitzt. Du ganz ehrlich, ich find das jetzt nicht nett, ne? Ich meine, dass du uns ständig verwechselst. Ich meine, Waldi ist hässlich, ich bin dumm, das sind zwei unterschiedliche Eigenschaften. Ja, das stimmt. So. Ja, und Andreasen kombiniert beides für sich. So. Zum Beispiel. Hört jeder was für sich. Meinst du? Wir sollten aber trotzdem dringend weiter. Ja, Waldi ist einfach.
Ihr könnt auch einfach aussteigen und einfach euer Ding für euch alleine machen. Was werde ich machen? Baldi, der Nebel. Ja, stimmt. Scheiße. Ich komme. Ich bin drin. Ich sehe, glaube ich, ein Alter! Polizeiauto. Nicht den Baum. Was? Was? Scheiße. Was? Darauf weiß ich keine Antwort. Auf einmal startet mein Sprachassistent. Reagiert die auch auf meine Stimme? Nein, ich habe ja Kopfhörer auf. Ich weiß auch nicht mal, warum die olle Tante gestartet ist. Okay, mal gucken. Alexa, ich würde sagen, Google alte Omas. Bleibt das? Bei dir? Nein. Schnell, fahr weiter. Weiter. Schüsse und so. Das ist geil, wir stehen unter Beschuss. Er bleibt stehen. Du bist auch eine Trantüte. Das sagt er immer. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir sind in Gefahr. Was machst du? Erstmal auf den Bus warten. Ja. Das ist auch einer, der im Falle einer Zombie-Apokalypse erstmal schreiend um sein Leben spaziert. Schönquart. Ich hör Boom. Das war kein Quatsch. Nein. Oh, Hilfe. Vor uns drei Hilfe. Kisten. Jungs. Hilfe kommt. Oh, ich hör. Och nö. Was ist das denn? Oh, wir müssen weg. Drei Kisten. Wir müssen weg. Das schaffen wir nicht. Alter Schwede, Waldi. Du hast aber... Ist das nur bei mir am Lecken? Jungs? Was denn? Alles ist gut. Du warst gerade bei mir am Fliegen. Du bist gerade in die Luft geflogen. Das war voll am Lecken gerade. Und dann bist du plötzlich in die Luft geflogen. Aber richtig geflogen bist du gerade. Meine Kiste. Ja, ist okay. Ich hab schon zwei. Ich noch nicht. Hier ist noch eine CNQ, bla bla bla. Körperweste. Jetzt muss ich mal eben das, die Munition dazu. Alter, wieso kann ich hier nicht mehr über den Baumstamm drüber wegspringen? Hast du genommen? Hey, es kommt, ja, weil du zu dumm dafür bist. Ja, ich fahre, Waldi. Nein, in die Richtung würde ich nicht fahren. Ah ja. Ja, die auch nicht. Waldi, mach die Schuss bereit. Irgendwo musste ich jetzt durch. Gerne noch ein bisschen Equipment. Oh, da oben ist irgendwas Gebäudeartiges. Ab rein da. Natürlich hält hier gleich ein Quad. Ja, natürlich. Er nimmt unser Auto mit. Nein, er ist weg. Jetzt kommt ein Auto. Ach, der gehört zu uns. Alter, wie... Sauber geparkt, sauber. Da kommt ein Streifenwagen. Was? Ja, der hat aber weggedreht. Der ist weggedreht. Hallo, Waldi. Guck. Da fährt ein Quad und ein Pickup. Ja,
Das Quad brennt, also der... Hä? Auf wen schießt du? Auf den, der an uns vorbei wollte. Ah. Jetzt weiß er, dass er hier drin Leute drin sind. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind sie oben ausgestiegen. Granate kommt. Jo, vielen Dank, Waldi. Ja, du hast Andreas, recht, ich hab nicht nachgedacht. Andreas, ich fahr mal weg. Ja, vielleicht. Danke. Ja, genau, vielleicht überlebst du dann. Sag's doch. Danke für die Hilfe. Vielleicht denken die dann ja, dass ich da drin gesessen habe. Ein Feigling, aber ich hab auch so, okay. Gleich kein Sprit mehr. Noch 11 Teams. Hallo. Ich würde jetzt so gern in das Schwarze da reinschießen. Also genau. Hast du gerade eine? War das gerade eine Anspielung auf meine auf meine Hautfarbe? Nein, auf die Maske. Also. Oh, da kommt einer. Ja. Oh, hoppala. Schade. Nice, Waldi. Wenn du jetzt gleich noch mal eben ein bisschen Zeit hättest, nur eventuell. Fünf, vier, drei, ja. Komm schon. Oh, danke. Ich brauche dringend Energie. Hast du mir den... Ja, du hast mir den weggenommen. Dann hast du nicht mal gut. Wow. Fick die Henne. Hacke 47. Nett. Kampfpopcorn. Verdammt, Alter. Kampf-Pumpgun? Habe ich schon gerade genommen. Ah. Ach, verdammt, ich habe meine Waffe abgelegt. Hast du die AK-47? Muni? Weiß ich nicht. Ach, mir fällt ja gerade ein, ich habe einen Kill. Ja. Wie geil ist das denn? L1 im Kreis, bitte. Ja, danke. Eigentlich müssen wir jetzt langsam rüber huschen. Ja, ich merke das. Aber scheiße, wir sollten es lassen. Da sind noch Leute. Weiß nicht wo, aber irgendwo sind... Ja, die stehen da oben. Ja. Ja, und weil die rechts ist auch noch einer. Ja, ich bin tot. Schon wieder. Das ist jetzt das zweite Mal, wie du mich aus der Scheiße ziehen musst, ne? Mhm. Oh, fuck. Ich bin tot. Oh, wir sind Zweiter. Wir sind Zweiter? Gruppenplatzierung 2. Hui. Nice. Gruppenrang 2, aber wenn du mit... Ach, guck mal, 6. und 7. Du bist als 14. gestorben und ich als 6... Ach nee, guck mal, du bist als 7., ich war als 14., ich hatte gerade Andreas noch, du... Ja, das war doch mal eine schöne Runde. Das heißt, die anderen waren 5 Leute. Die haben sich die alle noch komplett safe. Heftig, ja. Ne? Ja. Also dafür, dass wir das zweitletzte Team drin waren. Nice. Wirklich nice. Ich hab einen Kill. Also wir sollten uns mal einen virtuellen High Five geben. Achtung. Andreasen. Das Ärgerliche ist, ich habe leider keinen Helm getroffen. Na. Pumpgun-Perfektion zerstört. Töte einen Gegner mit einem CNQ09. Aha.
Ich habe keine Ahnung. Überlebe bei ein. Achso, ich. Ah, guck mal, das ist eine Mission, die kann ich vielleicht schaffen. Ach, überlebe, bis dein Team. Was? Überlebe, bis dein Team in den Duos oder in den Top 10 platziert ist. Ja, jetzt müssen wir ein Duo spielen, Leute. seid ihr soweit? Ja. Ja. Und los geht's. Nein. Ich bin nicht dabei. Ja, nee, ich muss sofort fahren drücken. Ah. Ja, ich war gedanklich nicht so schnell. Hilfe, mein Waldi ist kaputt. Ja. Gibt's dafür eigentlich auch My Hammer Angebote? Hm? Kennt ihr noch die Seite My Hammer? Ja. Da wo man quasi eine Dienst. Es ist quasi so eine Handwerk-Dings da. Das heißt, meinetwegen, du brauchst jetzt jemanden, der bei dir die Haustür streicht. Du kannst das nicht alleine. Dann kannst du das da reinsetzen. Mensch, ich biete 100 Euro für jemanden, der mir die Haustür streicht. Und du sagst dann, ja, mache ich gern. Das ist dann okay. Und das war My Hammer. Ja. Aha. Gibt es die Seite eigentlich immer noch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hatte nachher steuerrechtlich was zu tun. Soweit ich das weiß, aber ich kann auch schon wieder nicht mehr up to date sein. Jedenfalls war es mal. Also ich habe jetzt mal bei einer bekannten Seite eingegeben. Ja. Sie heißt jetzt my-hammer.de. Okay. Dann gibt's es doch wieder. Ja, doch. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob die Seite noch aktiv ist. Also bei der Suchmaschine spuckt er die auf jeden Fall noch aus. Oh, siehste. Jedenfalls, ob ich da mal reinschreiben kann, hey, kennt ihr das Problem, wenn einem der Waldi abraucht? Stimmt es, wenn du auch noch wirklich hilfreiche Tipps bekommen würdest? Ja, alle gehen mal eine Schweinshaxe hin, dann passt das schon wieder. Ja, genau. Ja, das funktioniert. Bestell dem Waldi einfach mal eine Pizza, ja? Oder machst du wie mit... Waldi, du bist nicht gelb. Was? Oh, jetzt, wo du sagst. Ich bin blau. Oder halt eben so wie früher mit den Gameboy-Kassetten, Nintendo. Einfach mal reinpusten, dann geht er wieder. Ja, stimmt. Ich hab direkt ein Auto gefunden, wenn das okay ist für euch. Fährst du damit gerade schon? Ja. Okay. Wenn das okay ist. Nein, steig bitte wieder aus. Oh, wisst ihr was? Ihr seid so dermaßen verteilt hier. Verteile ich mich auch mal. Ja, verteil du dich, Mann. Tue ich auch. Bei mir ist noch ein Helm. Ich brauche Equipment. So, Rucksack, Helm. Wenn ich jetzt noch eine vernünftige Waffe kriegen würde, dann ist das Leben eigentlich relativ interessant. Klo. Kann ich nicht als Waffe nutzen. Ah. Kommt aber aufs Wurzeln drauf an, was ich vorher gegessen habe. Jetzt habe ich auch eine Körperrüstung. Siehste. So, ich bin komplett. Arme, Beine, alles dran, ja? Ja. Was ich jetzt noch bräuchte, ist vielleicht ein bisschen Medis, aber. Bin ich gleich voll mit. Ich hab zwar gehört, dass du was gesagt hast, aber irgendwie. Bin ich gleich voll mit? Ja, bin ich gleich voll mit Midis. Ach so, ja, das macht Sinn. Ach, scheiß auf die AR5, wieso habe ich die zweimal? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Siehste, Stiefel. Hier ist noch ein Helm, ein Rucksack, meine ich, Entschuldigung. Und ein Helm. Danke, ich bin gut bestückt. Auch im Spiel. Danke. Okay, das wollte ich gerade sagen. Wollen wir so langsam mal wieder zusammenfinden? Ja, ich suche gerade das Auto hier. Andresen? Kommst du? Ja.
Ja, ich muss hier mal eben den Ausgang finden. Du bist relativ in der Nähe. Ja, genau. Ach, ah, ich sammle nochmal eben den Rucksack hier ein. Jo. Ja, ja, ruhig, Braune. Schon wieder eine Anspielung auf meine Hautfarbe. Sag mal. Waldi ist gar nicht mehr nötig, hol dich. Oder wir holen dich, Entschuldigung. Ich will jetzt noch wissen, was das letzte Dingsen da ist. Ich will noch. Das ist ein Polizeiauto. Juhu! Ich bin da. Bad. Das bin ja. Ich. Ah. Ich gehe. Da, Kiste vor uns! Jo. Rechts von uns ist noch eine. Da fahre ich mal hin. Ja, klar. Ja, davon da sind wir nämlich gerade gekommen. Ich höre noch einen Quad. Das bin ich. Achso. Oh, Gott sei Dank. Ich höre noch eine. Ja, ja. Da, okay. Gehst du gerade hin? Explosiver Bolzen. Ah, K47. Sehr gut, die brauche ich. Und du hast schon wieder die Muni mitgenommen. Nee, hast du nicht. Okay. Hey, hey. Hallo? Unterstell mir nicht immer gleich was. Ah, cool, ich hab die Maruder. Gesundheit. Danke. Hier ist noch Militärrucksack und Helm und sowas bei mir. Hab ich. Danke. Nicht wundern, ich komm zurück zu euch. Och, nö. Oh, ich werde beschossen. Glaub ich. Ich bin jetzt hier ganz alleine. Hallo? Wo warst du denn, Waldi? Ich war im Haus. Ich hab doch die Kiste geöffnet. Ach, da. Wo seid ihr? Ganz in der Nähe. Eine paar links. Paar links. Jetzt siehst du uns. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ne? Wie es sich gehört, du bist hinten. In einem Polizeiauto. Ja. Jungs, jetzt mal eben ganz kurz zu der Frage des Tages. Ich habe vor, in jedem Stream die Frage des Tages zu stellen. Pink. Lila. Wenn du mit deinem Kumpel in einem Polizeiauto hinten sitzen würdest, du würdest verhaftet sein mit deinem Kumpel. Und du hättest drei Worte, die du zu ihm sagen würdest. Was wären sie? Es war geil. Okay. Andreasen? Mach es nochmal. Jetzt musste ich mal eben überlegen, aber ja, es sind drei Wörter. Und du? Das. Nicht schon wieder. Ah ne, das sind vier Wörter. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Am besten wäre natürlich, wer bist du? Ja. Wahrscheinlich würde ich einfach nur sagen, er ist schuld. Und auf dich zeigen oder so. Ich hatte eigentlich vor, mich irgendwie mal irgendwo zu verstecken. Boah! Hier, guck mal, da sind so viele. Da gehen wir mal eben hin. Ich weiß nicht, wer hier. Nein! Belassend. Was da denkt man? Geil, gleich in der Nähe, ne? Ja, vergiss es. Andreasen? Ja? Komm her. Schnell. Da sind noch zwei Kisten. Ja, fahrt weiter. Ja, nee, ja, die sind da nicht hin. Von da kommen wir. Aber die anderen zwei hier rechts. Ja, die meine ich. Okay.
Also ich habe gedacht, wir verstecken uns immer. Na gut, das ist natürlich cooler. Ja, seid ihr mal cool. Ich wollte Feige sein. Dafür am Leben. So. Ich würde sagen rechts. Nimm die rechts. Sicher? Weiter rechts. Rechts. Ist das für dich rechts genug? Yep. Ich kann meinen rechten Arm noch nach oben springen lassen. So. Ich höre noch ein Auto. Militärrucksack. Okay. Marauder. Habe ich schon. Ich nehme die dann. Ja. Ich glaube, wir können, ne? Schnell ab. Hier ist ein Quad. Ich bin das. Ah. Nee, das bist du nicht. Das macht also Magger. Doch, das war er doch. Hä, das da? Nein, das ist nicht Andreasen. Nee, das nicht. Andreasen ist da ganz hinten. Aber warum sagst du denn, du bist das, wenn du gar nicht in der Nähe bist? Weil ich an euch vorbeigefahren bin. Aha. Juhu! Hi. Hast du hier einen Platz gemacht? Nein. Da war eine Kiste. Oh, hier ist eine Kampf-Pump-Gun. Ja, oh, die nehme ich. Cool. Aber ich hab nur 12 Schutz. Nee, geht nicht, ich hab sie schon. Willst du sie haben? Waldi? Was will die haben? Die Kampf-Pump-Gun? Danke, nein. Hier ist Muni, die ich nicht gebrauchen kann. Die habe ich hier hingeworfen. Die bräune ich. Die auch nicht. Moment. Okay, ich habe keine Muni, die ich nicht gebrauchen kann. Aber bin voll mit Verbandskästen. Okay, ich würde mal vorschlagen, wir ziehen weiter. Ja. Wie viel Sprit hat der Wagen noch? Oder beziehungsweise wir können erstmal 62. Noch hier drinnen bleiben. Wir können erstmal ja noch hier bleiben und abwarten. Aldi, guck mir. Endlich hast du mal dein wahres Gesicht da reingetan. Du siehst auch lustig aus. Andreasen, guck du mir an. Das sieht doch cool aus. Ich hätte auch gern so einen Anzug. Hochfeldentwickelte. Auch aussehen wie ein Wookie. Oh, guck mal, hier auf dem Rücksitz ist ein Busch. Ah. Haben wir wohl Pflanzen konfessiert. Oh, ich höre Peng und so. Irgendwo Schütte. Was? Büllschütte? Schüsse. Achso, Schüsse. Entschuldigung. Wenn ihr wollt, können wir. Wir haben noch ein paar Sekündchen. Ich kann überhaupt nicht zuordnen, von wo die Schüsse kommen. Rechts. Steig ich mal eben drin. Aus. Jetzt steig mal wieder ein. Jetzt können wir los. Oh.
Ach, da. Rechts hinter uns. Und dann? Da sind die gerade gelandet, die Dinger. Ach so. Also kamen da anscheinend die Schüsse her. So, wir sind in der Zone. Ich bleib hier einfach mal stehen. Ich ein Auto. Da sind Autos. Links von dir. Rechts von dir. Steig noch ein. Ach da. Ja, die fahren weiter, Ja, nein, die fahren nicht weiter, sind ausgestiegen. Fahr! 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 Oh, Alter! Wie? Die haben dich gekriegt? Ja, ich bin tot. Ich hab dreimal gesagt, fahrt bitte. Ich habe es doch extra dreimal deswegen gesagt. Ja, dennoch ist es heftig, dass du mit einem Schuss... Och, nee. Was heißt hier ein Schuss? Ich habe es gesagt, als ich bereits beschossen wurde. Ach so, die Schüsse sind noch nicht bei mir angekommen. Und dann hieß es... Ach, die fahren vorbei. Nee, fahr! Weil die rechts oben auf dem Berg, da sind welche. Bleib ruhig einfach hier so stehen. Mal gucken, ob die... Ich höre noch irgendwo was. Oh, komm auf uns zu. Ach, guck mal, Waldi. Diesmal ist er wenigstens losgefahren, bevor du gestorben bist. Nee, Waldi fährt ja die ganze Zeit schon. Ach so. Guck mal, Andreasen, jetzt ist wenigstens mal losgefahren, bevor du gestorben bist. bist du gerade ausgestiegen? Ja. Ja. Warte, ich frag mich. Hier ist eine Kiste. Fahr einfach weiter. Du, sein Loopfinger ist so stark, ehrlich. Ja, komm! Ach, du bist das, okay. Ich fühle mich nicht wohl. Alter! Dein Auto brennt. Irgendjemand kroch rum. Jetzt nicht mehr. Raus! Ich würde reinhalten. Ah, verdammt. Schade. Scheiße. Ja, komm, hab mich erledigt. Hier. Was? Wer hat dich erledigt? AK. Ja, K. Aha. Ja, also ein Ja mit vier A's und dann CA. Bei manchen, ich weiß nicht, ich frage dich einfach gar nicht mehr. Vielleicht ist das auch das Beste, was ich tun kann. Bezüglich Spielenamen? Ja. Wollen wir weiter? Er lebt noch bei mir. Ah. Also bei einigen frage ich mich dann auch so ein bisschen, die scheint einfach mit dem Kopf auf der Tastatur gefallen zu sein und gesagt, ja, das ist ein geiler Spielname, den lasse ich jetzt so. Ja, so nach Kreisnicker wird es zum Kommunalsystemus. Ah! So könnt ihr mich auch mal nennen. Ja. Und dann Achtung, 4-7. Das wird auch nicht einfacher. Oh, ich habe die Heizung schon ein bisschen hochgedreht, aber dann ist es recht kühl geworden hier. Ach so, ich habe in der Küche noch das Fenster auf, ich Vollidiot. Oh, es ist sehr dunkel.
Diese und weitere Informationen finden Sie nur hier, meine Damen und Herren, auf Ihren Anus-Trompeten-Channel. Ja, was denn? Auf Nixon. So, ich bin auf Rang 7703. Für... Ich kann nichts mehr machen. Daily Kills. Ich kann nichts mehr machen. Wieso? Was machst du denn? Meine Spielfigur ist eingefroren. Ich wollte gerade ein Emoji versenden und jetzt geht hier geht gar nichts mehr. Siehst du mich denn zumindest an dir herumlaufen? Ja. Ja, kannst vielleicht ist das ja gleich, wenn das Match gestartet ist, vielleicht geht das dann ja. Ich hoffe. Heute haben wir das echt Metz. So leichte Sprachprobleme, habe ich das Gefühl. Wisst ihr, das sind die Wortfindungsstörigkeiten. Störigkeiten. Wisst ihr eigentlich, könnt ihr euch an die Situation noch erinnern, als ich mich nicht bewegen konnte, aber ich konnte fahren? Stimmt, das war das. Wir haben extra das Auto vor dir hingestellt, damit du wenigstens das machen konntest. Ich bin die ganze Zeit gefahren, komme was wolle. Und das Fahrzeug hat gebrannt und ich habe extra noch versucht, in so einer Gruppe zu lenken. Ich konnte wirklich gar nichts mehr tun. Aber cool war's. Oh, ich nehme das Auto mal direkt hier auch nach mir. So, ich bin wieder gelb. Ich bin grün. Kannst du dich denn bewegen? Ja, also fliegen, Fallschirmfliegen kann ich schon mal. Oh, es ist direkt ein Transporter. Also ein Pickup. Oh, weißt, hier landen gerade 10.000 Leute vor meiner Nase. Ja, ich habe ein Pickup, ich hol dich ab. Mr. Blau, rein hier. Hier ist so viel los. Gelb, verschanzt dich, bin auf dem Weg. Ja, ich versuche gerade irgendwo, also ich versuche einfach nur weg da hinten zu kommen. Ja. Oh, scheiße, ich höre schon ein Auto. Ja, das bin ich. Oh. Yeah! Weg. Das sah gerade sehr lustig aus, ich drehe mich um und sehe nur ein Purzelbaum-Auto. Ich bin unterm Auto, ist ja geil. Da kommt da, das Purzelbaum-Auto. Ich bin da, bin drin. Also ich habe nichts, womit ich mich verteidigen könnte. Ich das geht auch uns nicht. Allen so. Dann bin ich gerade sehr glücklich. Wenigstens eine Pistole. Wenigstens etwas. Hier ist noch ein Rucksack. Was? Oh. Fährst du mit dem Quad? Damit das von der Karte verschwindet. Habe ich letztens in dem einen Match, was ich gemacht habe, auch gemacht. Bin ich von Fahrzeug zu Fahrzeug gefahren. Nur, dass die von der Karte verschwinden. Einmal raufsetzen, wieder absetzen, reicht schon. Ja. Oh, 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 oh. Oh, das war aber sehr sanft. Tja. Na, komm, komm. Kommst nicht hoch? Mir bin zu fett dafür. Nee, ich wollte noch nicht fahren, mal eben zu diesem Wohngebäude. Falls jemand noch einen Rucksack sehen sollte, bitte winken. Winken oder soll ich Bescheid sagen? Ja, wäre auch cool. Weil winken, das hörst du nämlich nicht. Ein akustisches Winken. Ich habe. Quatt, ich höre. Ich bin das. Achso. Und Rucksack, ich brauche.
Helm und Körperrüstung ich hier sehe. Ich habe einen Rucksack, ich brauche. Rucksack! Ah, Rucksack ich hier auch jetzt sehen. Ist mir jetzt wurscht. Jetzt habe ich. Arschloch, du sein. Mein kleiner Padawan. So, wo Muni. Seid ihr jetzt? Muni ich nicht mehr aufnehmen kann. Wo du sein? Beim Brunnen. Brunnenbein? Ah, ich komme dir entgegen. Wenn du so entgegenkommst. Ja, du bist so entgegenkommend heute. So, jetzt brauche ich Verbände. Hier willst du ein Schwein in der Stall. Oh cool, habe ich auch noch gebrochen. Ich höre hier irgendwo eine Kiste, das ist meine. Ich höre ein Quad, ist deiner. Aber was ich auch sehr toll finde, weißt du, hier ist man Stall, man sieht Streu, aber man sieht keine Fladen. Man sieht auch keine Kühe und nix. Wir sollten uns gleich sputen. Warum du das sagen? Weil wir außerhalb der Zone sind. Ah. Ich komme hier aus Quad. Nicht schön das sein. Nee, ich gehe jetzt hier auf das Quad, du kannst da mit dem Auto. Weil ich jetzt gerade nicht weiß, wo du bist. Scheiße. Ich bin sein, dass du dich gerade verhakt hast. Zu doof zum Fahren ich sein. In meinem Beruf das sehr hinderlich. In meinem Beruf hinderlich das ist. Warum hupst du? Ich hupe nicht. Nein, nicht du. Dieser Pickup, ich weiß nicht, warum die das gemacht haben und er ist so schwerfällig. Oh, Waldi, wir sind noch nicht ganz drin. Mach nix, ich brauch das Equipment. Hi! Fahrt ihr gerade mit dem Quattro hier gegen? Ja. So, ich hab's geschafft, ich bin safe. Hier ein anderes Quad. Leute, ich komme mal mit einem Auto. Oh, vergiss es. Vergiss, was ich gesagt habe. Heißt also, du kommst Scheiße. Nicht mit dem Auto? Doch. Ah, du bist das, Andreasen. Eieiei, wir sollten weiter. Ja, ja. Ja, bleib stehen. Bin dran. Drauf. Drin. Entschuldigung. Dabei. So. Du bist drauf und drin, ne? Aber kann das sein, dass die die Fahrzeuge grafisch modifiziert haben? Dass die jetzt grafisch besser aussehen als am Anfang? Gerade ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. Aber vielleicht liegt es halt mit den neuen Skins halt eben, dass das ein bisschen hübscher ist. Das kann sein. Und warum schubst du mich jetzt an? Ich habe gar nichts gemacht, ich sitze auch drin. Nee, ich meine. Ich bin aus dem Rund gefahren. Nee, der ist mir gerade voll hinten reingeknistert. Bei mir bin ich an dir vorbeigefahren. Habe ich aber auch so wahrgenommen. Voll hinten reingeknistert, okay. Kiste, meine.
Hallo, mein Schatz. Ja. Na? Oh, soll ich sagen, was das Schlimme ist? Langsam muss ich pullern. Da kenne ich auch jemanden, dem das passiert ist heute schon. Warum nehme ich einen Verbandskasten? Das wollte ich gar nicht. Egal. Waldi, kommst du? Moment, ich sammle gerade noch. Nee. Och geil, hier stehen die dicken Stiefel im Bad. Naja, da wo man halt eben dicke Stiefel lässt, ne? Bin drin. Sollen wir Andreasen mitnehmen? Ja. Ich glaube, der ist unter uns. Wo bist du? Der ist unter uns. Ach, ihr seid unter Brücke. Nee, ich bin hier an der Seite. Fuck. Wo seid ihr denn jetzt? Achso, ja, fahrt einfach weiter. Dass wir hier aus dem Nebel rauskommen. Jo. Ich bin hinter euch. Wir brauchen noch dringend ein neues Fahrzeug. Der Benzinverbrauch ist auch immens bei dem Gerät. Der ist völlig übertrieben. Völlig übertrieben. Nee, ist klar. Ja. Ich meine, das ist auch sehr benzinfördernd, wenn man die ganze Zeit auf L1 gedrückt. Was? Ich hätte einen großen Sack. Ich hätte gerne eine Kiste mit einem großen Sack. Stopp! No. Oh ja. 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 Oh, scheiße. Gibt's hier noch irgendwo schöne Waffen? Nein. Egal, komm rein. Fahr. Zum anderen Auto bitte mal eben. Links. Scheiße, Andreasen, auch, das müssen wir riskieren. Andreasen, ist das ein Auto? Ist das egal? Nee. Es ist völlig egal. Nein, es ist ein Quad. Ist egal. Aber wir haben nur noch 19 Sprit. Ja, okay, das. Wir sind da. Alles gut. Ich sehe das nicht. Ja, da ist auch gerade jemand anderes mit eingestiegen. Oh, scheinbar. Hinter uns. Ja. Oh, sag mal, jetzt komme ich zwischen den Bäumen hier nicht vorbei. Würde nicht L1 drücken. Fertig. Ich fahre mal eben durch zur Tankstelle, mal gucken, was das für ein Fahrzeug ist. Bin mal eben ausgestiegen in der Hoffnung, dass ich da irgendwie so raufkomme. Ja, passt. Hier so ein Scout-Gewehr. Danke, ich hab schon eins. Hier, komm nach oben, schnell! Bin da. Oh, mit, das ist ja so richtig gut erhalten sogar noch. Ja, die sind da auch drin. Ja, das finde ich gut. Wenn andere das ständig mit uns machen. Andreasen, wir haben uns ein Polizeiauto geklaut. Drück Viereck, okay. Dann verballerst du kein Benzin. Bist du auf der Tanke? Ja. Sind da noch andere? Bringst du mir Kippen mit? Hier. Ach, ihr seid da, okay. Ach so. Wollt ihr mich eigentlich nicht? Scheiße. Und die beiden so. Oh, guck mal, wir haben jetzt unser Polizeiauto. Noch so viel Sprit. Oh, geil. Alter, und dann kommen die beiden Sechser.
Ja, bleib mal hier so. Irgendwie. Wenn wir nicht gerade angeschossen werden sollen. Ich höre ein Auto. Ich sehe es nur nicht. Hinter uns. Ja, weiter, 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 weiter. Ach, Mann. Kannst du auch nicht mal eben verschnaufen hier, ne? Es ist immer Nein. einer, der dir das verdirbt. Gerade frisch gewischt. Wow. Alles wieder dreckig. Oh! Achtung, schade. Da hockt einer. Ich weiß. Ich finde es sehr schade, dass man die nicht überfahren kann. Ja, das sollten sie unbedingt wieder einbauen. Das ist so schwachsinnig. Ja, Alter, noch 29 Spieler. Und noch 10 Teams. Heftig. Ich glaube, hier kommen wir mit dem Auto nicht mehr wirklich weiter in diesem Gelände. Habt ihr vorne im Blick, dann habe ich hinten im Blick. Ja, ich habe den Busch im Blick. Okay, Andresen ist ausgestiegen, der wird gleich sterben. Ja, nichts. Komm! Schnell! Von hinten. Wie immer, Überraschungen sind immer von hinten. Alter. Es sind noch 8 Teams bei 22 Spieler. Ja. Nur auf so einer kleinen Map. Zurück! Ah, fuck. Ja, ich hab's gerade gesehen. Alles gut. Aber kurz stehen bleiben? Nein, nicht stehen bleiben. Nee, geht grad nicht. Okay. Nein. Ihr sollt schießen, alle beide, wenn ihr schon da drin sitzt. Mach ich doch. Ja, ich hab auf meiner Seite die Nebelwand, also. Alter. Ich glaube, mit dem Auto kommst du hier echt nicht weit. Aber zu Fuß kommen wir. Da kommen wir ja 5 Meter. Achtung, vor uns! Schießt! Das Auto ist gleich im Eimer. Ich bin im Wohnwagen. Hier. Geil. Ja, warte. Komm rein! Guck mal, schon wieder hier? Hier waren wir doch schon mal. Andreas muss lieber looten. Ey, du hast auch manchmal die Ruhe eines. Ich weiß nicht was, ehrlich. Ja, aber zahlt sich aus. Eieiei, das sind eine Menge Leute, die da kommen. Ja, ich bin tot. Nee, lass, ich bin tot. Wie war das nochmal, die kleine Sanitäter-Ehre? Andreasen, du sollst ja das kennen. Im Krieg, wenn ein Sanitäter gerade dabei ist, jemanden zu töten, töten weder den Sanitäter noch den, der gerettet wird. Genau. Das war doch irgendwie die steht doch, glaube ich, in irgendwie so einer, keine Ahnung, irgendwo steht das doch geschrieben. Ah, scheiße, verdammt. Bist du noch am Leben? Wer? Du. Niemand mehr. Nein. Achso, keiner mehr. Schade. Nein. Aber ich hab noch viel gekriegt. Ja, hab ich gesehen. Und wir haben fast pünktlich diesmal geschafft aufzuhören. Nein. Doch. Es war so schön. Es war wieder sehr lustig. Kannst du nicht anders sagen? Ja. Also ich würde gleich noch eine Runde. Ich bin gleich raus. Ja, jetzt ich habe gesagt, also ich bin jetzt erstmal gleich raus. Ja, mir hat es auch wieder sehr viel Freude gemacht. Es war wieder schön, mit euch an diesem Sonntag zu spielen. Ich muss pipi. Ja, alles klar. Ich wünsche euch auf jeden Fall.
wünsche euch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Folge. Bis denn. Adios.